wieder, Alter. Das perfekte Wetter für den Vlog und für Fußball. Es regnet aus Schütten. Es ist so ein Kack-Sommer. Es ist so ein Zombie-Wetter. Das ist kein richtiger Sommer. Ja, ich bin hier in Greifswald in meiner Heimat und der GFC, der Greifswalder FC, spielt gleich. Und ich dachte, ich mache mal wieder einen Vlog. Der letzte kam ja bombastisch an bei euch. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön für den Support. Ja, und der Regen hört jetzt langsam auf. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal Richtung Stadion wagen und hoffen, dass es beim Fußball einigermaßen trocken bleibt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ist hier was los, war Philipp? Ja, wunderbar. Die wollen rum. Fanblock. Ja, Fanblock. Stimm ihn mit dem Fanblock. Ja. Alles gut, ja? Oh, danke. Oh, wie duft, duft. Darf ich mit? Darf ich mit? Ja. Danke. Ja, ja, danke. Ja, danke. Alter, wie duft, war auch kurz. Gut, der Basti aber neidisch sein, wa? Ja. So, warte. Verdammt. Darf ich mal kurz? Ja, nochmal. Ja, wir dürfen kurz rauf. Ich kann den Philipp hier mal rumschieben. Wir sind auf dem Spielfeld. Mega, Alter. Das ist doch mal geil, wa, Philipp? Mitten auf dem Spielfeld. Auf dem Spielfeld. Das ist das Gute. Also für Philipp ist nicht so gut, dass er im Rollstuhl sitzt, aber es ist das Gute, wenn man so diese Privilegien hat. Aber ja, geil. Wir sind auf dem Spielfeld. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist der Hammer, Alter. Alter, das ist das Hammer. Wir stehen offen. Spielfeld, ja, vom GFC auf dem heiligen Rasen, also nicht direkt, also am Rand, aber den Rasen will ich jetzt nicht betreten, ich glaube, das wollen die nicht so, ich jetzt einfach auf den Rasen gehe, aber hammergeil. Grüße vom GFC Rasen, mega geil, ich stehe. So, jetzt geht's los. Ich darf hier auf dem Spielfeld stehen bleiben mit meinem Kumpel anscheinend. Das ist mal eine ganz andere Aussicht als sonst und das werde ich wohl auch mal auskosten. Ne? Fängt jetzt schon wieder an zu jauchen. Nee, wir sind rot.
Aber jetzt ist schön, schön angenehm, war Philipp? Ja, auf jeden Fall. Bei den Gästen ist gar nichts los, er ist komplett leer, der Block. Oh, schade. Aber schönes Ding. Schönes Ding, wa? Und ich hab's auf Gas! Weil es gibt kein Battle, nur ein Fußball-Battle.
Basti ist da hinten bei den Fan im Fanblock. Ja. Schade. Und rein das Leder. Der Basti gerade genervt hat wegen Geld. Ja, Basti ist schuld, dass ich es nicht drauf habe. Das Tor. Aber egal, Tor ist Tor. 2-0. Ich will ein Kind von dir! Ich hasse den Schiri! Das ist Gefängnisfußball, weißt du? Alle dürfen machen, was sie wollen. Ja, der Schiri ist so ein dummer Hund, ja, der pfeift gar nicht. Jetzt pfeift da mal, du Pfeife! Schiri ist so ein... Na, ich sag ich jetzt nicht, ja. Der hier kein öffentlich beleidigen, wa? Ich bin ja eindeutig besser. Noch in der ersten Halbzeit. Noch 4 Minuten, dann ist die erste Halbzeit um. Ich bin
halten hier? Was soll das? Der ist noch heiß. Ecke. So, ihr geilen Schnitten, 3-0 zur Halbzeit. Jetzt ist erstmal Halbzeit und ja, ich denke mal, das Ding machen wir. Das holen wir heute definitiv und ja, muss ja auch mal wieder sein. Da kommt Basti. Basti, Statement zum Spiel. Ja, geil, 3-0. 3-0, aber der, muss man nicht sagen. Aber der Schiri ist trotzdem scheiße, wa? Naja. Warum hält er den denn immer fest und der pfeift nicht, der hält er den dauernd fest? Ja, ich weiß es auch nicht. Das 3-0 ist ja geil. Mehr gibt's. Ja, jetzt gleich noch ein alkoholfreies Bier. Ich hoffe, es hört jetzt. Ich hoffe, es bleibt jetzt trocken die letzte Halbzeit über. Und auf jeden Fall können wir uns wirklich nicht beklagen. 3-0. Obwohl der Schiri sehr viel Scheiße baut, aber kann uns eigentlich egal sein. Wir führen. Das wird ein super Spiel. Das ist ein super Spiel. Und was will man mehr? Was für ein geiler Saisonstart, Ladies and Gentlemen. Da kommt mein Pilz. Guckt euch diese Pracht an. Dankeschön, Basti. Dankeschön. So, wir sind jetzt beim Fanblock. Dafür leider kein Film. Aber die Fahnen, die kann ich euch mal zeigen. Und die Graffitis. Haben die Fans sich definitiv mega Mühe gegeben. So, zweite Halbzeit, liebe Zuschauer. Herr Wolowitsch! Schönes Ding. Oh. Ah, da kommt noch was. Also ich tippe auf 5-0. Wir haben jetzt übrigens die Seite gewechselt. Ich und Philipp haben auch die Seite gewechselt. Wir sind jetzt für das Gegnerteam. Nein, Spaß. Wir haben so die Seite gewechselt. Es gibt noch einen Nachtrag zur Halbzeit. Unsere Gäste wechselten aus. Aus der Partie gegen die Nummer 9, Männer Mürius und Leute von der Begegnung mit der Nummer 5. Ich denke, jetzt schon wieder an zu schiffen. Elfmeter! Voll! Oh Gott! Luckshot! Luckshot! Doch kein Tor? Oh. Das ist ja Ball. So Leute, das war's. 3-1 gewonnen. Die ersten drei Punkte im ersten Spiel haben wir am Sack. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Start in die Saison. Greifswald gegen Eilenburg, ja, 3-1 gewonnen, super, ich freue mich. Thank you.
Hi. Danke. Nice game, Tommy. Danke. Danke. Dankeschön. Danke. 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 X-Fan-Freunde, ja, was für ein geiles Spiel, Leute, das Spiel war der Hammer, wir haben gewonnen, 3-1, das Elfmeter hätte nicht sein müssen, also der Schiri, der war nicht so cool, der eine wurde immer festgehalten von uns, ja, der wurde von anderen Spielern immer festgehalten, der hat nie gepfiffen, die haben gefoult, was das Zeug hält, also die anderen hier, Eilenburg und das kann nicht sein, dass der Schiri da nicht pfeift, ja? Und bei uns macht der wegen jeder Scheiße eine gelbe Karte, ja? Also was ist denn das für eine Kacke? Da kann doch nicht sein, dass von uns ein Spieler dauernd festgehalten wird und dass der blöde Schiri das nicht sieht. Alter, was ist denn da los in seinem Brain, ja? Also, ich will mich jetzt auch nicht drüber aufregen. Ich meine, wir haben gewonnen. Letztendlich sind wir, die am Ende des Tages lachen und scheiß auf den Schiri, ja? Aber sowas geht absolut nicht. Also sowas kann, also ich weiß nicht, wo der seine Prüfung gemacht hat, also das muss man doch sehen, ja, das kann doch nicht sein, dass beim Fußball ein Spieler die ganze Zeit festgehalten wird, ja, also ich glaube, der hat den ein bisschen lieb gehabt, also ohne Worte, aber Leute, was Positives, erstmal vielen, vielen lieben Dank für euren Support, ja, mega geil und mich haben auch ein paar beim Spiel angequatscht, was ich mega nice fand und mir für mein letztes Video ihre Bewunderung ausgesprochen haben, habe ich bis jetzt noch nie so erlebt in meiner YouTube-Karriere, dass ich auch mal auf der Straße angequatscht werde und Leute sagen, ey, coole Videos, mein Lieber, und vielen, vielen lieben Dank. Also, das war echt mega. Ich war nach dem Spiel noch mit Basti in Schönwalde 2 bei Pennymarkt und da haben uns dann so kleine Kinder angehalten und gefragt und dann gesagt, hey, du bist doch X-Stern so, du machst doch diese Fußballvideos, wir haben dich auch gesehen beim Fußball und so und die haben dann halt gesagt, dass sie das voll feiern und ja, vielen, vielen lieben Dank an euch da draußen und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir das auch zeigt, dass ihr das toll findet und da gebt mir das Herz auf, genau deswegen mache ich Videos und wenn es euch gefällt, dann habe ich meinen Job gut gemacht und das ist alles, was zählt. Und vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Und supportet mich weiter, indem ihr liked, indem ihr das Video teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt. Ja, es ist ein Klick. Bitte, ja, wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch, unterstützt mich. Und dann werden in Zukunft noch weiter coole Videos von mir kommen, ja. Vielen, vielen lieben Dank. Euer X-Jan, bis zum nächsten Mal.